Lassing. Bis vor 20 Jahren eine selbstbewusste steirische Bergbaugemeinde. Als hier die Welt noch in Ordnung ist, gibt der Talg im Gestein den Menschen Arbeit. Eine Arbeit, auf die sie stolz sind und mit der sie noch lange rechnen. Der 17. Juli 1998 ist nicht nur hier eine Zäsur. Das schauerliche Ende des Lassinger Bergwerks sendet Schockwellen durch ganz Österreich, durch die ganze Welt. Ich habe sofort gesagt, die Kurm bricht ein. Das war der erste Gedanke. Das Seil hat so reingehauen in den Beton. Ja, der Ort ist einfach gelähmt und unter Schock. Mehr kann man nicht sagen. Das war europaweit ein hochmoderner Bergbau. Es hat ja alle gewusst, das ist eines der sichersten Werke der Welt. Das einstige Vorzeigewerk ist in die Katastrophe gerutscht. War es eine Naturkatastrophe? Unabwendbar? Oder waren doch menschliche Fehler der Auslöser? Wir erzählen hier die ganze Geschichte. Wir alle hätten es nicht mehr wie dürfen. Ein Kumpel verlässt man nicht. Der Herrgott hat entschieden, es fehlen die Worte. Nur das war einmal der Horror in Zeitlupe. Meine persönliche Meinung ist, dass alle Verunglückten tot sind. In dieser Dokumentation spricht jener Bergmann, der als letzter den Stollen lebend verließ. Es ist sein erstes Interview. Da an den Tag gehe ich nicht schlafen. Was muss man da schlafen? Ich weiß ja gar nicht mehr, wann ich nachher weg bin da in der Nacht. Ich weiß das gar nicht mehr. Privatfotos zeigen erstmals, wie es im Betrieb unter Tage ausgesehen hat. Auch in der Jausenkammer, in die sich Georg Heinzel geflüchtet hatte. Lassing nach 20 Jahren. Die ganze Geschichte. Oh mein Gott. Eine große Freude. Georg lebt. Der heutige Tag, ja, ist nur Hoffen, Bangen. In dem Fall ist die gute Nachricht nie gekommen. Das Lassing, wie es war, das wird es nicht mehr geben. Die Steiermark. Ein Land, das auf eine große Tradition im Bergbau zurückblicken kann. Doch vieles hat sich bis heute gewandelt. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Der Erzberg, der steirische Brotleib, ist nach wie vor der ganze Stolz des steirischen Bergbaus. Seit dem 11. Jahrhundert wird hier Eisenerz abgebaut. Ohne den größten Erztagbau Mitteleuropas gäbe es weder die Voestalpine mit ihren Stahlwerken in Linz und Leoben-Donawitz, noch die international renommierte Montanuniversität Leoben. Unerlässlich für die Stahlindustrie ist auch Magnesit, das in Breitenau am Hochland abgebaut wird. Es ist das Ausgangsmaterial für Feuerfestprodukte, die unter anderem für die Beschichtung von Hochöfen der Stahlerzeuger benötigt werden. Zu Zeiten der Habsburger Monarchie hatte Österreich noch ein weltweites Monopol auf die Magnesitförderung. Mit dem Fall der Monarchie war auch das Geschichte. Auch das Ausseerland war, als Teil des Salzkammergutes, stets eine wahre Schatzkammer für die Herrschenden in Wien. Heute werden im Salzbergwerk Altaussee jedes Jahr über 1 Million Tonnen Salz abgebaut. Bis vor wenigen Jahrzehnten gab es in der Steiermark gleich mehrere Braunkohlereviere. Eines davon in Vohnsdorf, das mit Stollen auf knapp 1200 Metern Tiefe der tiefste Braunkohlebergbau der Welt war. Die Welt der Bergmänner. Da wie dort eine Welt mit ureigenen Brauchtümern, Symboliken und Festen. Wie die alljährliche Barbara-Feier am 4. Dezember. Zu Ehren der Schutzpatronin der Bergleute.
der heiligen Barbara. Die Rituale bestehen seit Jahrhunderten und werden sich so schnell nicht ändern. Zur Aufnahme in den Bergmannsstand muss beim Ledersprung nach einem kräftigen Schluck Bier über das sogenannte Arschleder gesprungen werden. Das ist auf eure eigene Gemeinschaft, die Bergleute. Das kann man mit draußen nicht vergleichen. In jedem Bergwerk ist die Arbeit unter Tage hart. In Vohnsdorf etwa waren 34 Grad in den Stollen an der Tagesordnung. Die extremen Bedingungen schaffen überall einen Zusammenhalt, wie es ihn nur unter Bergleuten gibt. Das Wichtigste als Bergmann ist eigentlich, dass du Kamerade bist. Das Wort heißt eigentlich, was jeder kennt im Leben, Kumpel. Das hat unten eine ganz andere Bedeutung. Es lebe hoch, 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 der Bergmannsstand. Der technische Fortschritt im 20. Jahrhundert hat einen tiefgreifenden Wandel im Bergbau in Gang gesetzt. Die Maschinen haben die Arbeit zwar erleichtert, aber nicht minder gefährlich gemacht. Da war immer jeder für den anderen zuständig und wenn irgendeine Gefahr bestand, war immer der eine für den anderen da. Insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Krisen der Industrie dem Bergbau zugesetzt. Es ist gerade der Kohlebergbau, der durch Erdöl und Erdgas besonders betroffen ist. Im weststeirischen Oberdorf verlässt 1978 der letzte Förderwagen, der sogenannte Hund, das Bergwerk. Im selben Jahr ereilt auch Vohnsdorf ein jähes Ende des Kohleabbaus, nach 300-jähriger Bergbaugeschichte. Die Bergmänner wurden für den Einsatz in anderen Industriezweigen umgeschult. In einer derart eingeschworenen Berufsgruppe ist ein solcher Einschnitt umso schmerzhafter. Eine Welt bricht zusammen. Mir hat das Herz wehgetan, wenn ich umgeschaut habe, in der Nähe von Kraftwerk-Volzberg daheim. Wie ich den Kamin gesehen habe und mich dann nicht mehr ausgeraucht hat, hat mir so richtig das Herz wehgetan. Auch der Ruß des einst größten Braunkohlereviers Österreichs in der Weststeiermark ist längst Geschichte. Das Kohlerevier rund um Köflach ist weitgehend ausgeschöpft. 2006 wurde das letzte Bergwerk stillgelegt. Was bleibt, sind Erinnerungen und Museen. Lassing. Die Geschichte des Bergbaus hier ist eine relativ kurze. Ein Jahrhundert lang bringt er der beschaulichen Gemeinde Wohlstand. Und schon seine Geburtsstunde ist tragisch. 1891. Ein Bauernhof brennt komplett ab. Beim Wiederaufbau am Hang gegenüber stößt der Bauer auf weiches, speckiges Gestein. Talg. Zwar erwirbt er die Schurfbewilligung, doch kann er sich keine weiteren Grabungen leisten. Er verpachtet sein Schurfrecht an eine Firma und 1901 wird der Talkum-Bergbau eröffnet. Da hat man am Anfang ja nur den stückigen Talg abgebaut. Ich möchte das haben, was die damals durchgesiebt haben, händisch und wo drin dann geblieben ist. Und die Stückerl sind halt in Jutesäck gekommen und sind als stückiger Talg verkauft worden. Jede Küre war mit zwei Mann belegt. Die haben da ein bisschen was bohrt, ein bisschen was geschossen, geschaufelt wie die Wilden und in so kleine Hund und haben das zu Sturzschächten gefahren, da habe ich gestürzt. Unten war der nächste Hund, der hat es dann zum Schacht gefahren und da durch den Schacht ist dann aufgekommen und oben dann am Tag
in die Aufbereitung kommen. Das waren ganz enge, schmale Abbaubereiche, wo die Bergleute mit Krampen und Schaufel das teilweise abgebaut hatten. Und so einen kleinen Holzhund, Lian, glaube ich, haben es dazu gesagt, vollgeladen haben, mit der Hand dann rausgeschoben haben. Und es war natürlich auch die Produktion entsprechend gering von der Quantität. Talg ist ein sogenanntes Industriemineral und aus dem Alltag nicht wegzudenken. Das weiche und wasserabweisende Material ist der Hauptbestandteil von Babypuder und findet sich in vielen anderen Kosmetika. Heute wird es vor allem in der Farben- und Lackindustrie als Füllstoff verwendet. Talg entsteht durch heiße Lösungen, die durch die Erdkruste zirkulieren und dort, wo sie gewisse Gesteine antreffen, Carbonatgesteine in der Regel, entstehen dann diese Talgschiefer, die dann abgebaut werden. Das heißt aber auch, dass Talg nur dort entstehen kann, überall weltweit, wo Schwächezonen in der Kruste sind, also so eine Art Störungszonen, wo diese Lösungen zirkulieren können. Das Palten-Liesing-Tal, in dem Lassing liegt, ist durch eine solche 300 Meter breite Störungszone geformt worden. Der hier entstandene Talg war von besonders hoher Qualität. 1974 wird Hermann Schmidt Betriebsleiter des Neintscher Talkumwerks in Lassing und leitet dort die Modernisierung und den Aufschwung ein. Gott sei Dank sind die Talkumwerke Neintsch an Frankreich verkauft worden. Und mir ist es dann gelungen, die Franzosen zu überzeugen, dass das eine super Qualität ist, was wir da im Berg drinnen haben. Und die haben dann jede Menge Geld in die Hand genommen. Und da ist dann was Großes entstanden in Lassing. Mit den Investitionen des neuen Eigentümers Lüsenac wird der Betrieb umfassend modernisiert und erlangt schon bald seinen Ruf als eines der sichersten Bergwerke der Welt, dank eines innovativen Abbauverfahrens. Gerade im Wiederauffüllen von Abbaustollen und Hohlräumen mit Magerbeton ist man Vorreiter. Es wurde dann der Talg, wie es in vielen anderen Bergbauen ist, durch Bohren und Schießen hereingewonnen. Man hat am Ort vorne die Schusslöcher gebohrt, dann ungefähr 20 Kubikmeter hereingeschossen. Dann ist der Lader gekommen und hat das zu einem Schacht hingebracht. Das wurde runtergestürzt und später mit einer vollautomatischen Förderung an die Oberfläche gebracht. Der Lassing war ein Vorzeigebetrieb. Sie hätten sich das Gästebuch zeigen lassen in Lassing drüben. Da ist von Korea bis Russland und China und weiß Gott wo, sind da die Eintragungen drinnen. Die haben die Leute schiebelweise nach Lassing geschickt. Aus Südafrika waren Leute da, um dieses Abbauverfahren zu studieren und zu diskutieren. Also das war ein hochmoderner Bergbau. Die Belegschaft fühlte sich dementsprechend wohl. Neben Georg Heinzel war auch Roland Steiner Ende der 1990er Jahre mit 23 Jahren einer der jüngsten Bergmänner im Werk. Es war ein erfüllender Beruf für ihn. Ich war dort Lehrhauer, habe dann begonnen dort, habe Sprengarbeiten durchgeführt. Ich habe nachher auch Fassadenarbeiten, das heißt Untertage gesprengt. Dann habe ich auch betoniert mit so großen Radlader. Dann habe ich auch noch so zum Beispiel Zimmerungsarbeiten, das heißt Zimmerungen, dass das Bergwerk in sich stabil ist, gemacht auch. Und habe das von der Pike auf eigentlich erlernt dort. Das war schon so eine Herausforderung und für mich auch ein Geschehen, was nicht jeder macht, oder den Beruf macht nicht jeder. Und darum hat mir das auch irrsinnig getaugt. Und ich bin wahrscheinlich, oder ich bin da einer von den letzten Bergleuten in Lassing. Eigentlich sogar der Letzte, der was dort gelernt hat. Vom Beginn des Bergbaus an ist auch in Lassing eine unvergleichliche Gemeinschaft zwischen den Bergleuten entstanden. Vater war begeisterter Bergmann, auch durch das, dass sein Vater Bergmann war, mein Opa. Ich war sogar mit dabei, wie mein Vater mit dem Bagger mitgefahren bin.
mit dem Großen. Das war super. Naja, das hat mir richtig getaugt. Wir haben so eine eigene Knoppenbar gehabt, da wo wir uns nach dem Arbeiten getroffen haben und gemeinschaftlich, da ist halt nur ein Bier getrunken worden. Also die Freundschaft ist da schon, wie soll ich sagen, sehr, sehr gestärkt worden. Also durch das Zusammenspiel eigentlich von dem Kumpelsein, von der Gemeinschaft, das ist wirklich immer mehr gewachsen und in Wirklichkeit hat man gemerkt, das ist auch, da ist man auch gut aufgekommen. Also mir hat das schon wirklich taugt, also der Beruf. Für viele unbemerkt beginnen in den 1990er Jahren jene Fahrlässigkeiten, die das Vorzeigebergwerk Lassing in die Katastrophe führen sollten. Teile der 30-köpfigen Belegschaft haben jedoch geahnt, dass sie sich einer wachsenden Gefahr aussetzen. Ist egal, irgendwann hat es sein müssen, der Wassereinbruch. Und irgendwer hat er die Vorahnung gehabt. Ein paar Wochen vorbei ist er bei mir da reingesessen und hat gesagt, Oma hat er gesagt, es passiert ganz was Schieres, ich kann es nicht sagen, wie. Und bei der Nacht hat er schon so viel geschwitzt, nicht schlafen können, umgearbeitet. Dann hat meine Schwiegertochter auch gesagt, dass er schon so angeteufelt hat. Er hat ewig gesagt, wir haben so viel Wasser, wir müssen saufen. Es hat halt Gerüchte gegeben, dass man sich nicht so sicher gefühlt hat auf diesen Abbau, wo dann der Einbruch war, weil das ist ja der höchstmöglich gelegene Abbau gewesen. Wo eigentlich immer früher gesagt worden ist, den Bereich darf man nie einen Abbau vornehmen, weil der schützt das ganze Bergwerk von oben. Ja. Schon 10 Jahre vor dem Unglück erwirbt der weltgrößte Bergbaukonzern die französische Eigentümerfirma Lüsenac und damit auch den Betrieb in Lassing. Rio Tinto. Das steirische Traditionstalkbergwerk gehört damit einem australischen Großkonzern und ist dort ein kleines Fähnchen auf der Karte der zahlreichen weltweiten Beteiligungen an riesigen Bergbaubetrieben. Das ist auch ein Beleg dafür, wie profitabel der Talgabbau im kleinen Lassing war. Wie andere multinationale Konzerne wird auch Rio Tinto häufig mit Vorwürfen konfrontiert, den Profit über das Gemeinwohl zu stellen. Diese Vorwürfe reichen von Umweltzerstörung über Kinderarbeit in der Diamantenindustrie bis hin zur Kartellbildung. 2006 legt ein Streik wochenlang den damals weltgrößten Kupferbergbau in Chile lahm, um eine faire Entlohnung der Arbeiter angesichts steigender Profite zu erkämpfen. Auch nach der Katastrophe von Lassing erhebt die Gewerkschaft sofort Vorwürfe gegen Rio Tinto. So schreibt Metaller Vorsitzender Rudolf Nürnberger in der Bergmannszeitschrift Glück auf, kämpferisch: Auf keinen Fall werden wir zulassen, dass die Verantwortung auf Beschäftigte, Betriebsrat oder kleinere Unternehmensverantwortliche geschoben wird. Denn das versuchen manche. Und der Mutterkonzern des Lassinger Werks ist in der ganzen Welt berüchtigt dafür, dass er Arbeitnehmer ausbeutet und ihre Rechte mit Füßen tritt. Es ist nicht auszuschließen, dass in Lassing der Druck auf wirtschaftlichen Erfolg von Seiten der Konzernleitung sehr groß war. Hat Profitmaximierung zum Unglück geführt? Das Gerichtsgutachten stellte fest, in Lassing weichte der Abbau ab 1997 von den genehmigten Betriebsplänen ab. Man ist dem Talg gefolgt und hat dabei die kalkulierbaren Risiken ignoriert. Und die Bergbaubehörde, so das Gericht, hat ihre Kontrollpflicht vernachlässigt. Das Grubengebäude in Lassing ist ein komplexes System, wie diese 3D-Animation zeigt. Es erstreckt sich von Osten nach Westen über 350 Meter, von Norden nach Süden über 100 Meter. Erschlossen durch den 204 Meter tiefen Förderschacht, über den Material und Personen ein- und ausfahren. Auf der sogenannten Wendel wird der abgebaute Talg im Grubengebäude transportiert. Sie ist über Förderstrecken auf den Niveaus von Sohle 8, 10 und 13 an den Schacht angeschlossen. Der Bergmann folgt den Talgvererzungen, die er abgräbt. Das entspricht seinem bergmännischen Instinkt. Doch jede Stollenanlage muss einen ausreichenden Abstand zu den wasserführenden Schichten über der Lagerstätte halten. Wird der Abstand zur sogenannten Felslinie unterschritten, droht der Fels über den Abbauareal einzustürzen.
Es ist dann ja auch schon immer gemunkelt worden, weil da sehr viel wertvoller, hochwertiger Talg drinnen war in dieser Grube, dass in den letzten Jahr nicht mehr so nach Plänen gearbeitet worden ist. Es ist da sehr viel abgebaut worden. Und schlussendlich ist der Sachverständige zum Schluss gekommen, dass da zu weit hinauf abgebaut worden ist. Je nach Abbauverfahren und geologischen Gegebenheiten ist laut internationaler Norm zwischen dem obersten Abbaubereich und den wasserführenden Schichten über einer Lagerstätte ein Abstand von 20 bis 250 Metern vorgesehen. Der Abbau auf Scheibe 1A in Lassing hat diesen Sicherheitsabstand in jedem Fall drastisch unterschritten, was im Zuge der Sanierungsarbeiten nach der Katastrophe endgültig bestätigt wurde. Und dann ist man natürlich bei diesen Arbeiten schon draufgekommen, dass man eigentlich einen Stollen angelegt hat, der 2 Meter an der Felslinie war. Tatsache ist natürlich, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, als dann auch Nachmessungen durchgeführt worden sind, dass aufgrund von auch teilweise falschen Annahmen von seiner Zeit doch offensichtlich zu hoch hinaufgebaut wurde. Man hat sich auch vermessen gehabt. Es hat auch noch was dazu geführt, weil man hat ja immer Stollensysteme, die man immer braucht hat, dann wieder verfüllt, ja? damit da nichts einstürzen kann. Und für dieses Verfüllen hat man eine Maschine angekauft. Und die Maschine war noch nicht im Betrieb, aber sie war bereits geliefert, wurde aber herum zerlegt, im zerlegten Zustand ins Bergwerk transportiert. Und zu dem Zeitpunkt, um den 17. Juli, hat man das Gerät unten zusammengebaut. Und was passiert dann? Was wir dann Bergleute gesagt haben, naja, wir haben eben zu viele Hohlräume gehabt, weil wir gesagt haben, jetzt kommt eh die Maschine. Und mit der füllen wir das dann dreimal schneller auf, als wir mit unserer herkömmlichen Methode. Und jetzt waren zu viele Hohlräume eben offen, die dann eingestürzt haben. Ja, es sind viele Dinge passiert, die für sich allein betrachtet wahrscheinlich nicht einmal ein bisschen einen Einfluss gehabt hätten, aber als Verkettung vieler unglücklicher Umstände schlussendlich dann zu diesem Einbruch geführt haben. Am 9. Juli 1998 kommt es über dem obersten Abbaubereich zu einem Firstbruch. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Aber der Bruch bleibt wegen außerplanmäßiger Verzögerungen 8 Tage stehen, ungestützt, und wirkt sich dadurch und infolge der fehlenden Sicherheitszone fatal aus. Juli 1998, Mittagszeit. Urplötzlich reißt die Erde über dem Bergwerk in Lassing auf und bringt ein Haus zum Einsturz. Auszahlen und auszuhalten, man muss es liegen lassen, da muss man auch nichts mitnehmen, nicht? Weil jetzt haben wir halt nichts mit, aus der Wand und nichts. Jeder hat sich den Kopf beitelt, wo sollte da ein Haus versinken oder was? Es sind da einige tausend Kubikmeter Erdreich weggerutscht in den Stollen hinein. Es ist der Auftakt zu jenem Tag, der Lassing für immer verändern sollte. Die Feuerwehr beginnt damit, den Lassingbach umzuleiten, damit nicht noch mehr Wasser in den Krater dringt. Im Bergwerk wird heute eigentlich nicht gearbeitet. Nur 3 Kumpel sind zu einer Sonderschicht im Berg. Der Bergmann Roland Steiner erlebt gemeinsam mit 3 Kollegen den Beginn der Katastrophe unter Tage mit. Ich weiß es noch genau, es war Freitag. Und da hat es geheißen, die Jungen arbeiten, weil da hat es immer so geheißen, so lang, kurz arbeiten. Und das war eine kurze Woche. Die Jungen machen das schon. Also da bin ich mit meinen Kollegen dort zur Arbeit gewesen. Haben wir, muss ich sagen, an dem Tag haben wir ganz normal Abbau gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt eben, wo, ich sage einmal, da war es, ich schätze einmal, so 9 oder 10 Uhr. Da war die Jausenzeit, da war man in der Jausenkammer, was es auch da gibt. Da bin ich ja drinnen gewesen mit meinen Kollegen. Und da haben wir geausen und dann hat ein Kollege zu mir gesagt, du, da oben ist ein bisschen nicht so gut. Oder da tropft so komisch runter. Und dann, ja, kein Thema, mein anderer Kollege,
ich komme noch an rauf und schaue mir das an. Wir sind nachher wieder weitergefahren, haben die Schuttarbeiten oder besser gesagt die Sprengarbeiten weiter durchgeführt. Ich bin dann von der Sohle 10, 100 Meter auf Sohle 12 oben, am 13er runtergefahren, habe da den Brecher bedient. Habe eigentlich nichts mitgekriegt, in Wirklichkeit, auf 200 Meter. Erst wie mein Kollege runtergefahren ist mit dem Radlader, extrem schnell oben gefahren ist, also das hört man unten durch die Enge, was da unten herrscht. Da habe ich gedacht, wieso fährt denn der so schnell runter auf die Sohle? Und dann auf einmal kommt er schon um, bläht Roland, wir haben einen Wassereinbruch. Auf diesen hin ist eigentlich er mit mir aussieht zur Schollen, das ist der Lift im Bergmännischen. Und ich habe da gedruckt und gedruckt und gedruckt und hab eigentlich, ja, da habe ich wirklich, da hab ich alles Angst gehabt. Ich bin da nicht weggekommen. Ich wollte schon da eben zu Fuß aufgehen, mit der Pforte, mit der Leitersystem aufgehen. Aber ich habe genau gewusst, das wird wahrscheinlich nicht schaffen. Gell? Also das wird sich nicht ausgehen. Und druck, ich weiß nicht, sind es 1 Minute gehen, sind es 5 Minuten gehen, waren es 30 Sekunden, ich weiß es nicht. Weil da ist man so, da hat man so einen Adrenalinschub, dass man das gar nicht sagen kann. Jedoch, ich habe noch gewartet mit meinen Kollegen, immer Druck, bis dass die Schollen kommen. Und dann ist sie gekommen, da ist eben der zwei Kollegen sind da drinnen gewesen und haben ihm gesagt, da oben, da ist was. Also, und dann, ja, da ist Einbruch und eben in Schul findet man nicht mehr. Also, der ist nicht mehr da. Roland Steiner und zwei Kollegen erreichen den Förderschacht und können aus dem Bergwerk ausfahren. Georg Heinzel, der an diesem Tag Sicherungsarbeiten am Fürstbruch auf Scheibe 1a durchführt, kann vor den eindringenden Schlammmassen nur mehr in die Jausenkammer fliehen. Dort wird er eingeschlossen und harrt seiner Rettung. Also, wie ich nach Lassing gekommen bin, habe ich bereits gewusst, dass da ein Mann, nämlich der Georg Heinzel, den Schacht nicht erreicht hat und eingeschlossen ist. Ich war als Reporter bei einem EU-Umweltministertreffen in Graz im Einsatz, den Beitrag gedreht, gestaltet, hier im Studio fertig gemacht. Da kommt der Sendungsverantwortliche und sagt, du lass es liegen und stehen, eine Kollegin soll für dich den Beitrag fertig machen, fahr nach Lassing, das ist bei Liezen, dort ist ein Unglück passiert, dort ist ein Mann verschüttet, der ist irgendwo in einem Bergwerk. Fahr sofort hin. Ich habe alles liegen und stehen gelassen, bin mit meinem dunklen schwarzen Anzug zur Unglücksstelle gefahren. Und mit diesem dunklen schwarzen Anzug habe ich dann auch in den nächsten Tagen dort, von dort aus berichtet. Ja, es ist hier an der Unfallstelle, an der Unglücksstelle in Lassing nach wie vor ein Wettrennen mit der Zeit. Seit immerhin mehr als 7 Stunden ist der 26 Jahre alte Mann hier aus Lassing verschüttet, 60 Meter unter der Erde. Und seit 15 Uhr gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Bis dahin hat man mit ihm ja noch telefonieren können. Seine Kollegen haben ihm gesagt, du Schudel, halt durch, wir holen die da eh raus und so und so. Und plötzlich war die Leitung tot. Jetzt versuchen die Einsatzkräfte verzweifelt Wasser abzuleiten, denn hinter mir sehen Sie es, es dringt nach wie vor Wasser in den Stollen ein und auch Schlammmassen kommen offenbar auch noch zu dem Mann. Die Einsatzkräfte beobachten die Entwicklung des Kraters, der sogenannten Pinge, genau. Ja, die Pinge ist ja damals schon auf der Begrässer geworden. Es wurde auf die Straßen gesperrt, es wurde der Strom mit einem Lastwagen der Masten gesichert. Und es wurden immer mehr Pumpen angefordert, die was das Wasser von dem Krater praktisch absaugen sollte. Es geht darum, das Bergwerk und den eingeschlossenen Georg Heinzel vor dem Absaufen zu bewahren. Auch unter Tage wird längst an der Rettung des eingeschlossenen Bergmannes gearbeitet. Den ganzen Tag über fahren Rettungstrupps im Bergwerk aus und ein.
Man hat dann begonnen, Dämme zu bauen in den Strecken, um den Schlamm aufzuhalten. Ein Kollege ist mit dem Radlader gefahren. Der hat Vollgas probiert, das Material irgendwie zum Wegbringen. Und nachher haben wir Holz geholt, so Barrikaden, und haben da unten so Absperrungen gebaut. Auf Sohle 10, auf Sohle, also auf Sohle 8, auf Sohle 13. In der Zwischenzeit haben wir eben Hölzer angeschraubt an dem Berg eigentlich, weil ich bin da drinnen gestanden in dem Schlamm eigentlich. Das war wie, das hat richtig so wie ein Vakuum war das in Wirklichkeit. Da ist man reingestiegen, so, das war wie so ein Moor eigentlich. Man hat überlegt, vom Schacht aus eine Horizontalbohrung Richtung Jausenraum, in dem, wo der Heinzel war, im Himm zu bohren. Aber das hätte auch müssen eine größere Bohrung sein, wo er hätte dann halt durch diese Bohrung gerettet werden können, horizontal. Ich habe mir gedacht, das ist überhaupt kein Problem. Wir werden da ein Loch umbohren oder schießen und werden wir schon dort sein bei ihm. Das war für mich glasklar. Über Tage werden noch mehr Pumpen benötigt. Der damalige Bauleiter des Semmering-Basistunnels kommt zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen am frühen Abend in Lassing an, begleitet von seinem damals 16-jährigen Sohn. Mein Papa und ich, wir waren unterwegs zum Konzert. Und unterwegs im Auto hat er einen Anruf gekriegt, dass in Lassing ein Grubenunglück passiert ist. Und die wollten Pumpen haben vom Semmering-Basistunnel. Und wir sind direkt auf direkten Wege Richtung Lassing gefahren. Mein Vater ist dann ins Stollensystem rein, hat sich die Lage vor Ort angeschaut. Ich habe ihn dann zwischendurch nicht gesehen, wie er wieder aus dem Stollen gekommen ist. Hat er gesagt, das schaut nicht gut aus. Die Arbeiten unter Tage scheinen zunehmend aussichtslos zu sein. Also unser Fokus war in Wirklichkeit, das abzusperren, das Grubengebäude. Da glaubt man ja, man muss das Bergwerk retten. Nein, für mich war eigentlich ein anderer Fokus. Oder für meine Kollegen, dass wir den Vortrieb zur Jausenkammer machen können. Dass wir dorthin bohren können, dorthin sprengen können. Weil Luftlinie war das nicht weit. Also Luftlinie wird das gewesen sein, 20 Meter Fößen, und wir sind nicht hinkommen. Und ich habe gar nicht gewusst, dass mein Vater ein zweites Mal in das Stollensystem fährt. Ich habe ihn dann auch nicht mehr gesehen. Alle Leute und Einsatzkräfte, die im Bereich der Binge waren, haben nicht gewusst, was untertags vor sich geht. Den Rettungskräften über Tage gelingt es, das Wasser in der Pinge bis zum Abend weitgehend abzupumpen. Die Bergleute in den Stollen ahnen nicht, in welcher Gefahr sie sich befinden. Verzweifelt riskieren sie für die Rettung des Kumpels alles. Dann hat ein Kollege zu mir gesagt, okay, Roland, du bist eh schon die ganze Zeit da, gell? Dein Papa, der macht da oben schon einen richtigen Krawall, weil der das gehört im Radio, dass der Bergmann vermisst. Und der glaubt, du bist es, du bist eh, geh auf und sag ihm einfach, dass der gut geht. Und dann bin ich rausgegangen da zum Schacht. Und da hat ein Kollege oder ein guter Freund, der gerade sein Telefon hat, der da gerade installiert. Da war ich in einem Grubengebäude, darf man nicht rauchen. Stimmt ja, ist ja so. Und dann habe ich gesagt, fahr mit auf. Und der hat dann gesagt, nein, warte, ich mach das noch fertig. Und ich komme noch an den nach. Okay. Und dann haben wir uns noch nicht angezogen, obwohl wir nicht dürfen. Aber da war es eh schon wurscht in Wirklichkeit. Und dann habe ich noch nicht angezogen und bin ich weggefahren. Dann habe ich gesagt, und bitte, wenn ich oben bin, ich schicke dir die Schalen runter, dass, wenn irgendwo siehst, dass du auskennst. Okay. Und dann bin ich da raufgefahren. Und da ist noch mehr, glaube ich. Da ist keiner mehr runtergefahren. Das war der Letzte, was von denen weggefahren ist. Von meinen ganzen Kollegen. Gegen 21.20 Uhr, kurz nachdem Roland Steiner das Bergwerk verlassen hat, kommt es zum verheerenden zweiten Einsturz. Und da war ja nur Chaos. Da ist nur noch mal dumm geschrien worden und da ist ein Orkan durch das Bergwerk gegangen.
Helme, die da so herumgelegen sind, die sind nur so durch die Luft gepurzelt. Kann man nicht beschreiben eigentlich das, weil da war Historie. Ich hab das Zeitgefühl komplett verloren nachher da in seinem Zeitpunkt. Aber eins weiß ich, dass mir man mitgenommen hat. Weil ich weiß, da bin ich in so einem Land Rover bin ich da drin gesessen und der hat mich aber kennt. Und der gewusst, wer ich bin, und hat gesagt, Roland, komm, ich fahre dich heim. Und der gewusst, was los ist. Was ich wahrscheinlich nicht gewusst habe. Wenn ich sage, ich bin verdreht, bis Lassing hinten auf 20 Minuten gefahren. Wo ich normalerweise eine Dreiviertelstunde fahre. Ich weiß noch, ich bin nicht auf der rechten Seite mit dem Radl gefahren. Ich bin irgendwo gefahren. Und dann bin ich heimgekommen und meine kleine Schwester, die Melanie, war noch munter. Und als hätte ich es gemerkt, Instinkt oder ich weiß nicht, ich habe nur gesagt zu meiner Schwester, sie sollte die Oma rufen, der Papa ist gestorben. Eine halbe Stunde vor Beginn der Zeit im Bild kommen einige Männer auf uns zugelaufen und sagen, weg mit den Kameras, bringt euch in Sicherheit, da tut sich was im Berg. Wir haben uns angeschaut und haben gesagt, na gut, weg mit der Kamera, wo gehen wir hin? Wir sind auf eine kleine Anhöhe, auf eine Wiese, die Kamera ist dort aufgebaut. Und kurz vor der Sendung ist auch das dann nicht gegangen, weil plötzlich in Lassing überall der Strom ausgefallen ist. Es hat dann auch nicht einmal mehr ein Handy funktioniert. Also wir waren angeschnitten, es war dann geisterhaft. Um Mitternacht war es dann sowieso komplett ruhig, aber also, da ist Ruhe eingekehrt, es ist unwahrscheinlich. Geisterhaft war das. Lassing erlebt seine dunkelsten Stunden. 10 weitere Menschen sind verschüttet. Es war dann am Abend ein Empfang im Schloss Eckenberg. Es haben sich die Umweltministerinnen und Minister der Europäischen Union getroffen, auf Einladung von Minister Bartenstein. Und meine Tischnachbarin war damals Angela Merkel. So gegen 22 Uhr ist ein Anruf gekommen, dass das eingestürzt ist. Inzwischen weiß ich, dass das Binge geheißen hat. Ich bin aufgestanden, habe mich entschuldigt, mich fertig gemacht und wir sind nach Lassing gefahren. Kurz nach Mitternacht trifft die steirische Landeshauptfrau am Unglücksort ein. Die wirkliche Aufgabe in dieser Nacht war, mit den Menschen zu reden, in ihnen die Hoffnung nicht zu brechen und gleichzeitig aber auch zu vermitteln, dass sie nicht allein sind. Erst in der Morgendämmerung des nächsten Tages wird das volle Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Doch wie konnte es zum verhängnisvollen zweiten Einbruch kommen? Laut Gerichtsgutachten haben sich die Wasser- und Schlammmassen, die nach dem ersten Einbruch in das Grubengebäude eingedrungen waren, allmählich verlangsamt. Es bildete sich ein Pfropfen aus Ton- und Schottermassen, über dem sich der Grundwasserdruck wieder aufbaute. Unter diesem Druck versagte schließlich der Verschluss. Die Folge? Ein plötzlicher und gewaltiger Einbruch weiterer Wasser- und Schlammmassen, die schlagartig fast das gesamte Grubengebäude verschütteten. Der Korb im Förderschacht hatte sich kurz zuvor in Bewegung gesetzt. Von diesen Aufzeichnungen der Fördermaschine wissen wir, dass knapp vor dem Unfall die Fördermaschine, der Förderkorb nach oben gefahren ist und 3 oder 4 Sekunden, nachdem der von der Station weggefahren ist, war eine massive Überlastung der Maschine und dann ist der Förderkorb abgestürzt. Die Schollen waren nicht mehr da. Das hat alles weggerissen. Da muss eine richtige Gewalt eigentlich da unten draufgekommen sein, auf die Schollen. Was wir nicht wissen, ist, wie viele Leute in dem Förderkorb waren.
Aber nach meinen Erfahrungen und der Kultur im Bergbau ist es so, dass also in einem Notfall die Bergleute zusammenstehen. Und ich nehme an, dass also alle gewartet haben, bis der Letzte in dem Korb war und dann hochgefahren sind. Um 12 Uhr Mittag gibt dann Landeshauptfrau Waltraud Klasnik unmittelbar vor der Unglücksstelle eine Pressekonferenz. Sichtlich betroffen verliest Klasnik die Namen der Verschütteten. Unter den Betroffenen auch ein persönlich gut Bekannter von ihr. Und der anerkannte und weitaus Bekannte, der Diplom-Ingenieur Schöckl, der am Semmering-Basistunnel arbeitet und gekommen ist, um Hilfe zu leisten, ist mitten unter den Betroffenen. Das heißt, er ist im Berg. Wir denken in Ehrfurcht. Der Herrgott hat entschieden, es fehlen die Worte. Es herrscht Ratlosigkeit und Betroffenheit angesichts dieser Katastrophe. Ein Land weint, titelt eine Zeitung. Doch für eine Schockstarre fehlt die Zeit. Für mögliche Überlebende im Stollensystem ist die Gefahr noch nicht gebannt. Rund um dieses Unglücksgelände wird jetzt versucht, dass man eigene Auffangbrunnen sozusagen aufbaut und bohrt, damit das Wasser, das vom Hügel, von den Hügeln rundherum nach wie vor in den Stollen gelangt, nicht dorthin gelangt. Denn das ist nach wie vor das größte Problem, dass nach wie vor Wasser und Schlamm in den Stollen eindrängt. Wir haben ja alle nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Ich glaube, keiner der Reporter von uns, aber auch von den Zeitungen war darauf vorbereitet. Die Dimension war von Anfang an eigentlich nicht wirklich abschätzbar, absehbar. Nun muss man nicht nur zu Georg Heinzel in die 62 Meter tief gelegene Jausenkammer bohren, sondern bis in die tiefsten Bereiche des Bergwerks, um gleich nach 10 weiteren Verschütteten zu suchen, von denen man nicht weiß, wo sie sich zum Zeitpunkt des zweiten Einsturzes überhaupt aufgehalten haben. Die Vorbereitungen zur Rettung der Verschütteten sind in vollem Gange. Am Nachmittag trifft ein aus Deutschland angeforderter Spezialbohrer zur Bergung Georg Heinzels aus der Jausenkammer ein. Die Bohranlage selbst ist dann so circa um 15 Uhr in Lassing angekommen. Dann haben wir die Vorbereitungen getroffen, eine Grube ausgehoben, dieses Standrohr einzementiert und so weiter. Und Samstag in der Nacht haben wir begonnen zu bohren. Werden die Bohrungen Erfolg haben? Bergbau heißt immer Risiko für die, die darin arbeiten. Die Bergleute wissen das. Und deshalb steht immer einer für den anderen ein, auch wenn er sich damit selbst in Todesgefahr begibt. Lassing ist die Geschichte dieses Zusammenhalts. Und auch die eines Risikos, das zu groß war. Ein Bergwerk, das seine Ressourcen bis zum Letzten schürfen wollte. 11 Kumpel sind im Berg gefangen. Über Tag machen schon die Ersten das Kreuz über ihnen. Die Einsatzleitung dämpft ihre Hoffnung darauf, dass es noch Überlebende im Bergwerk geben könnte. Meine persönliche Meinung ist, dass alle Verunglückten tot sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Es sind Worte, die bis heute nachhallen und damals in Lassing vor allem eines hervorrufen: tiefe Verzweiflung. Zwar drehen sich die Bohrer schon, aber hat das überhaupt noch einen Sinn, außer eine diffuse Hoffnung, am Leben zu halten?